Liebe die Jute, die Time Gun. Täglich. Ist egal, ich kaufe jetzt. Hab ich das jetzt schon gekauft? Ja. Vielleicht. Hau ab. Es ist meine Time Gun. Schade, dass man das Upgrade mit der Panzerung nicht öfters kaufen kann. Ich hab Kannst zwei. Du doch. Hä? Oder was meinst du jetzt? Ich meine dieses Armor-Upgrade mit 20% mehr Armor und 10% mehr Damage. Jo. Das müsste man so 10 mal hintereinander kaufen können. Nein. Ach, jetzt hat der eine Time Gun, ist eine Sauerei. 11 Seconds. 10 Seconds remaining. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, gib mir her, gib mir. Wo ist Stealth? Da ist Stealth. Also auf geht's. Das sind jetzt für komische Geräusche. So. Ach, du hast eine Eier wieder geholt oder was? Ja, schon. Ich versuch's nochmal. Na, da muss ich Mech gehen. So. Mech. Was ist das? Macht mir Angst. Für meine Ghost wieder. Wollt mal was anderes kaputt? Ich weiß, was hinter dem scheiß Sandsack gelegen war. Rat mal. Ah, scheiß Orca, verpiss dich. So, jetzt haben wir bald mal alle Waffen durchgetestet. Was ich aber noch nicht getestet habe, ist so ein scheiß Dingsbums, ja. Gott, wo ist ein Tier hin? So. Orca? Nein, Titan? Juggernaut? Juggernaut. Titan ist cool. Titan? Und Juggernaut auch. Kann mir nicht leisten. Also Juggernaut hat auf jeden Fall eine Iron Cannon an Bord. Ich hab ne Nuke. Wait für die andere Seite, wie schlägt sie? Geh raus, du Arsch. Okay, das werde ich jetzt nochmal kurz testen. Ja, kann ich da jetzt nochmal vorwärts laufen? Orca. Ja genau, mach den Orca mal das da. Ich Orca? Wo denn? Ja, hat sich erledigt. Das ist kaputt. Kann ich da auch springen halt? Ist einer von unseren? Ist aber auch ätzend ohne Gauss. Mit Gauss war alles viel einfacher. Stress oder was, kleiner Wichser, hä? Sei froh, dass kein Teamkill an ist. Lauf da rum. Gott. Komm ich da durch? Ach, schon wieder so ein Affen. Super, jetzt stecke ich fest. Direkt da. Was? Wo steckst du fest? Zwischen zwei Säulen, ich muss einen anderen Weg laufen. Ich hab gedacht, da komme ich vielleicht durch. Aber ich habe mich scheinbar geirrt. Holla. Zieht jemand feurige Spuren. LRM-20 Bombkanon, Dual Flamethrower. Wenn Titan... Oh, was zur Hölle? Wenn Titan bleibt auf 80mm können. Wir switchen die anderen Waffen dann durch. Außer Flamethrower. Und Flamethrower nimmst du, wenn du Infanterie vor deiner Nase hast. Also direkt vor dir halt. Schießt da wie blöd. War schneller als ich. Fragget Elmo, über Fragget bei. Keine Ahnung. Egal, war ganz lustig. Hast du später noch Zeit? Oh, sicher. Ja, dann mach ich mal kurz klar. Pause hier, also vom Game, und dann komme ich so in einer halben Stunde mal wieder. Ist ja cool, wenn es dir gefällt. Ja, doch. Ganz lustig, so wie zwischendurch.
Yeah, ich hab Fäuste, Baby. Voll eindimensional. Dann breche ich hier mal kurz die Aufnahme ab und wir sehen uns später. Jo, mach das. So, weiter geht's, weiter geht's. Weiter geht's. Aufnahme läuft und wieder Autoselect, jawohl. Wo bin ich denn? Blue Team, ah. Welches Team bist du? Blau. Das sind wir ja beide blau. Wie praktisch. Schlechter Wortwitz und so. Ne? Oh Mann. Christmas. Gott, ich kann den Text eh nur so halber lesen. Braucht man neue Brille. Wie kann man überhaupt Zeug bauen? Du brauchst eine Utility Guy Klasse. Ach so. Okay, die habe ich jetzt gerade nicht. Ich habe Sammler. Yeah. Eine fetten Knarre. Yeah. Das ist es. Kann man auch seine eigenen Gebäude sprengen? Das geht nicht. Oh, ist ja scheiße. Da will ich es meinem Team mal so richtig zeigen. Dann hätten sie Respekt vor mir. Die Munition, die ich total brauche. Noch was, das man wissen sollte über das Spiel? Ja. Gute Frage. Egal. Spiel's einfach, ihr müsst es nicht verstehen. Hast du mich geboxt, oder? Ja, schau. Ich hau dir aufs Maul. Ja. Ich kann ja wegen C4 in den Kopf kleben. Geht das? You must wait. Wieso muss ich 15 Sekunden warten? Ja, du mich auch, was auch immer. Die haben ja schon ganz schön aufgeräumt, kann das sein? Hm? Die haben ja schon mal aufgeräumt, kann das sein in der Basis? Nee. Okay. Die Regeneratoren und die Mini-Raffinerie musste bauen. Ach so. Wo sind denn alle? Ich werde jetzt erstmal erweiterte Refining holen. Bilde ich mir das nur ein oder ist kein Schwein mehr da? Egal. Yeah. Schade, dass der Rang nicht gespeichert wird. Der Chat ist auch super platziert oben links, das muss ich sagen. So praktisch, weil man der Frame-Anzeige sich besonders gut erkennen kann. Ach, hast du hier oben links oder was? Ja, freilich. Wo denn sonst? Oben rechts nimmt sie weniger Platz ein. Ist auch scheiße. Oben rechts ist toll. Finde ich gut oben rechts. Wieder. Was schießt denn da auf mich? Ach, der Orca. Ja, die Orca taugen in dem Spiel sogar was. Ja, die können einen tot fahren. Ja, die Minigun ist aber auch nicht schlecht, die sie haben. Das weiß ich nicht, ich wurde bisher nur tot gefahren. Ja, geht am schnellsten, ne? Was ist das denn jetzt für eine Knarre?
Belfield Repair. Was haben die denn gegen unsere War Factory schon wieder? Ach, der Orca ist das. Ja, dann muss ich den Orca mal vernichten, glaube ich. Pickups. Ey, wer zündet mich da an? Was soll denn der Scheiß? Oh, der Orca, der kriegt jetzt einen aufs Maul, ey. Unsere schöne War Factory hier kaputt machen. Geht doch nicht. Okay. Muss ich dann einen bestimmten Punkt sein, dass ich die bauen kann, oder? Ach so, jetzt sind die in meiner Kanone drin, oder wie sehe ich das? Wieso, was willst du denn jetzt bauen? Regeneration mal. Oder kann ich die überall bauen? So. Health-Regenerator musst du im Research Center bauen. Im Research Center? Ja, ist ein Gebäude. Okay, dann gehen wir doch mal rein und dann. Und dann ist da ein orange-brauner Terminal und da kannst du die Sachen alle kaufen. Okay. Oh, das ist all. Okay. Irgendwas, was zu empfehlen ist? Mach erstmal Mechs. Mechs. Adventured Mechs. Jo. Wenn wir was anderes bauen können als diese Spielzeug-Mechs hier. Okay, jetzt habe ich noch 4000. Kann ich die nochmal kaufen? Wird ja keinen Sinn machen. Okay. So, jetzt habe ich keinen Kohlen mehr. Toll. Da musst du wohl wieder Neues holen. Kann ich die jetzt einfach so irgendwo dahin bauen? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ja. Die Mini-Raffinerie muss ich ins Tiberium-Feld stellen, oder? Der Gegner hat doch nicht ernsthaft ein Maschinengewehr-Turret für mein Wolverine-Mech gebaut auf 3 Kilometer Entfernung. Ich glaube, ich habe zu wenig Geld, oder? Oh ja, das könnte sein. Oh, jetzt reicht das den Gegnern anscheinend. Dass ich deren War Factory so kaputt mache hier. Oh, jetzt sind sie sauer. So keine Info. Mochten sie nicht. Bisschen verwirrt hier. Ach, die mögen was Nettes, müsst ihr einfach ignorieren. Boah, was streut denn die Minigun auf einmal von Wolverine so? Das haben sie auch geändert. Ach. Die machen einem das alles schwerer hier. Ja, so beschweren. Mal voll posten. Was mache ich falsch? Gott, das gewinnen wir locker. Man braucht sich nur die Teams angucken. Rote Team, alles Noobs. Alles klar. Und bei uns die ganzen guten Spieler. Passt doch. Das mach ich doch, wenn ich dabei bin. Allein schon, weil so ein dabei ist, haben wir gewonnen. Ja. Ich baue doch mal einfach sinnlos Zeug in die Gegend. Wenn man es braucht, ne? Kostet ja nichts. So.
fürchte, das ist auch richtig gut. Ne? Wollen wir mal gleich eine Mini-Raffinerie bauen? Damit das ein bisschen schneller geht. Was kann man denn noch so bauen? Aber das kostet schneller Geld. Egal. So, Raffinerie. Oh, dieser Vogel. Der geht mir auf den Keks. Wo wen er das wohl hat? Na komm, bau dich auf. Okay. Also, falls du was brauchst, da steht jetzt wegen Zeug rum, ne? Was für ein Zeug? Heilung, Munition, Munition, Heilung und Power-Up. Ach so. Kommen die immer wieder? Naja, die kommen wieder. Dann ist gut. Sehr armbändig. Hast du schon eine Mini-Raffinerie gebaut? Nee, ich habe jetzt erstmal den Vogel Futter gegeben, vielleicht hilft das ja. Muss man direkt ins Tiberium bauen oder wie sieht das aus? Wolltest du Mini-Raffinerie bauen oder was? Ja. Achso, das hatte ich auch gerade vor. Hast du viel Kohle? 3500 habe ich. Ich habe bloß 2,2. Aber ich stehe gerade im Tiberium-Feld. Die Mini-Raffinerie kostet 2250. Ja, jetzt habe ich 2400. Ach. Scheiß drauf, ich baue sie gerade. Na gut, dann lass ich mach das. Lieber ein Power-Up-Cache im Spawn-Room, da ist es sinnvoller, weil es ist nämlich geschützt vor gegnerischen Attacken. Da kann man auch mehr rumlaufen, wenn man das Zeug baut, oder? Ha? Klar, natürlich. Das geht alles. So, schön weit hin. Was kann man denn noch so bauen? Pickups. So, Mini-Raffinerie steht. Schon fast neben dem Tiberium-Feld, aber sie steht. Ah, bingo. Sand. Deep up. So. Also, kann man. Ah, Feind! Hinter der Raffinerie ist einer. Eine Raffinerie? Ja, und es ist. Ich würde fast sagen. Was war das denn jetzt? Jetzt habe ich gerade angefangen hier so lustig zu bauen oder wollte gerade anfangen und so. Fang jetzt mal ein bisschen mit Sandsäcken an hier. Was? Was? Ah, ich habe den Gegner entdeckt. Ja? Der kann mir auch gut bauen. Fürchterlich bescheuert. Ah, der ist in der scheiß Raffinerie. Ja, ja, eben. Hab ich mir auch gerade gemerkt. Bau jetzt erstmal ein paar Sandsäcke. Ja, würde ich auch gern. Aber irgendwie. Vor allem die Sandsäcke kannst du überall bauen, ne? Die kannst du auch in der gegnerischen Basis bauen, wenn du willst. Werde ich noch halt mal machen. Oder ich baue Stacheldraht überall hin. Man kann ja auch Stufen bauen, cool. Ja. Ah, dieses. Neue Utility Guide Menü hier, muss ich erstmal